Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, die Pokémon Company hat es endlich getan. Nach fast 3 Monaten haben wir endlich einen neuen Trailer bekommen. Und ich muss sagen, beziehungsweise nicht nur einen Trailer, sondern halt auch eine komplette Pokémon Direct wurde uns vorgestellt. Auf den Pokémon, beziehungsweise auf den Nintendo-Kanälen. Puh, ich habe das Ganze mit euch gestreamt, ihr habt meine Live-Reaktion dazu gesehen und jetzt so ein bisschen, ne, wir müssen diskutieren, wir müssen reden, Leute, wir müssen reden, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gibt mehrere Informationen, die in der Direct nicht gezeigt wurden, von daher bin ich sehr, sehr froh und ich muss auch nochmal kurz betonen, dass ich diese Zeitperiode, die wir jetzt hatten, also vom ersten Trailer bis zum jetzigen Trailer, was ungefähr 2 Monate oder ungefähr 2,5 Monate waren, das fand ich echt okay. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei Pokémon Sonne und Mond haben wir fast jeden Monat und dann in Abständen von alle 2 Wochen einen Trailer bekommen. So kam es mir wenigstens vor. Und wir haben das komplette Spiel, bevor wir es eigentlich gespielt haben, gekannt. Und das fand ich eigentlich nicht so schön. Ich möchte schon so ein bisschen in das Spiel reinstarten und sagen, ey, yo, es gibt dieses Pokémon hier. Cool, finde ich nice. Und ich glaube, das machen sie bei Schwert und Schild schon ganz okay. Sie haben uns heute, wie gesagt, 7 neue Pokémon gezeigt. Spoiler Alert, nein, alle, die es nicht sehen wollen. Und wir haben insgesamt noch die 3 Starter, das heißt, wir haben 10 Pokémon insgesamt nun in der Gala-Region. Und wir werden jetzt jedes Pokémon davon durchgehen und es gab auch neue Informationen zu den Starter-Pokémon, von daher werden wir die ebenfalls noch besprechen. Falls ihr mehr Diskussionsvideos sehen wollt, gerade zum Thema Schwert und Schild, ja, lasst doch gerne mal eine Bewertung da, könnt gerne abstimmen, wollt ihr sowas öfter haben, beziehungsweise wollt ihr jetzt sowas täglich haben, gerade zu den Informationen, die rausgekommen sind. Kurz und knapp meine Meinung, ich würde sagen, wir fangen an. Das erste Pokémon, was ich ansprechen mag, ist Cramor. Und holy shit, dieses Pokémon hat, glaube ich, viele geflasht. Eine bösartige Krähe vom Typ, jetzt passt auf, es ist nicht Unlicht, es ist nicht Geist, auch wenn es sehr, sehr edgy aussieht, es ist Stahlflug. Dieses Pokémon ist echt krass und wir haben auch schon erfahren, dass wir dieses Pokémon des Öfteren in der Story sehen werden. Denn dieses Pokémon soll zusammen mit einem Mann ein Taxiunternehmen sein. Und das kann man nutzen, um zu unterschiedlichen Orten zu gelangen, beziehungsweise zu Städten, das ist noch nicht ganz klar. Aber das finde ich sehr, sehr stark. Und wenn man das so sieht, ey, yo, warum ist der jetzt Stahlflug? Ist ja wie so ein Panzer-Aeron. Nein, nicht ganz. Ich denke eher, dass da Panzer-Aeron ja ein sehr, sehr defensives Pokémon ist, dass das die offensive Hommage ist. Dass es sozusagen der offensive Part einfach von einem Stahlflug-Pokémon ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was man da rausholen kann, denn es gibt viele starke offensive Flug- und Stahlattacken, die dieses Pokémon haben könnte. Und man weiß ja auch nicht, okay, ist es eine Weiterentwicklung? Hat es vielleicht noch eine Weiterentwicklung? Das sind alles noch so Sachen, die wir noch nicht ganz wissen. Aber wir wissen schon die Fähigkeit, und zwar Erzwinger oder Anspannung. Ja, ist ganz nett. Jetzt nichts so krasses, wo ich sage, yo, ein cooles Pokémon, aber das Pokémon allgemein, das Design ist fantastisch. Ich glaube, bei Cramor sollte man wissen, okay, deswegen ist es Typ Stahl, weil es kommt von Armor, im Englischen Rüstung. Und Rüstung, ne, wir wissen es, wir spielen in England. Und dank den Cover-Legis, die wir auch gesehen haben, können wir halt sagen, okay, das ist eine Art Ritter, ein Rittervogel. Deswegen der Name, deswegen der Typ, macht Sinn. Von daher, von meiner Seite aus, Daumen nach oben dafür. Das nächste Pokémon ist Kamalm, a.k.a. Galapafloss 2.0. Leute, was soll ich euch sagen? Wir haben eine weitere Schildkröte bekommen, die aber ziemlich geil aussieht. Ich mag das Design. Das Pokémon ist sehr, sehr cool, erinnert mich an alte, damalige Sprites, die wir von Game Freak gesehen haben. Typenkombination, muss ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, Gesteinwasser ist ein Typ. Vierfachschwäche sind da, viele, viele andere Schwächen sind da. Ja, gibt ein paar Negativpunkte, aber es hat eine coole Fähigkeit mit Titankiefer. Und Titankiefer ist eine bombastische Fähigkeit. Finde ich sehr cool. Man kann da halt, wie gesagt, mit den ganzen Angriffen, sei es Knirscher. Man hat ja auch zum Beispiel Megatruhailo gesehen, dass ein Pokémon mit so einer Fähigkeit, ich sag mal, gut Druck aufbauen kann. Aber, na, man sieht halt so, ne, Truhailo sehr, sehr offensiv, geht schnell kaputt. Vielleicht ist ja hier bei Kamalm das ein bisschen anders, weil es sehr, sehr defensiv aussieht und halt auch die Typenkombinationen sehr, sehr defensiv sind mit Gestein und Wasser, was halt sehr bulky des Öfteren ist. Ich bin sehr gespannt. Fähigkeit, wie gesagt, top. Design, cool. Kriegt auch mal einen Daumen nach oben. Das nächste Pokémon ist Volley und dieses Pokémon ist einfach Zucker. Ich habe mich direkt verliebt und muss sagen, dieses Pokémon ist einfach passend zu der Region. Die Gala-Region spielt, wie gesagt, in England, man hat viele Graspassagen und da hätte so ein Voltilam nicht ganz reingepasst. Da finde ich so ein Volley doch ganz cool. Vor allem, es ist jetzt auch nicht wie Voltilam. Es hat den normalen Typen und es hat 2 Fähigkeiten, die ebenfalls sehr interessant sind. Wir haben da einmal Flauschigkeit. Flauschigkeit, sollten wir kennen von Costurso, halbiert den Schaden, den das Pokémon erleidet bei Kontaktangriffen.
Ist okay, kann man absolut nicht sagen. Ich denke mal, dass dieses Pokémon auf jeden Fall noch eine Weiterentwicklung haben wird und da vielleicht von der Fähigkeit gut Gebrauch machen kann. Optisch top, Fähigkeit cool. Und die andere Fähigkeit, Angsthase, ist jetzt, glaube ich, nicht so der Rede wert. Ich glaube, die brauche ich nicht so erwähnen. Ist halt nicht ganz so eine gute Fähigkeit. Machen wir weiter. Die nächsten Pokémon sind Kotini und Kotomi. Und das sind Pokémon, die eine Weiterentwicklung haben, beziehungsweise Vorentwicklung und Weiterentwicklung. Ja, was soll man sagen? Ich finde das Design der Pokémon sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen, ne, haben Leute auch reingeschrieben. Roselia und eventuell noch Popunga. Man mischt die beiden zusammen. Und ja, da kommt halt das dabei heraus. Ich finde es aber sehr, sehr interessant. Die Fähigkeiten sind das aber, was interessant ist. Wir haben einmal Wolflaum und Belebekraft. Belebekraft kennen wir alle. Regeneriert halt KP beim Switchen. Ist immer ganz nett. Man weiß halt nicht, wie bulky das Pokémon ist. Aber man kennt den Typen schon. Und das ist halt Pflanze bei beiden Pokémon. Pflanzen-Pokémon haben viele Schwächen. Na, ich kenne jetzt so kein Pflanzen-Pokémon, was jetzt mit Belebekraft viel Druck aufbauen könnte oder sonst was. Vielleicht haben wir da ein neues, geiles, bulky Pokémon, was halt vielleicht mit Gigadrain, Egelsamen, mit sowas halt ein bisschen stallen kann. Ich bin sehr gespannt und lasse mich gerne des Besseren belehren. Und ja, wie gesagt, die neue Fähigkeit, die sonst hat mit Wolflaum, das ist eine Fähigkeit. Ich glaube, wenn es getroffen wird, ihr seht es hier jetzt nochmal eingeblendet, verliert das Pokémon an Init, das was angegriffen hat. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht ganz so krass. So, kommen wir zu den Legis. Zamshian und Zamazenta, wenn ich die richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe einfach mal. Oh, wie, Leute, Cover-Legis sind am Start. Zamshian mit einem Schwert im Mund und Zamazenta mit einem Schild auf dem Körper, am Körper, wie auch immer. Ich muss sagen, ich finde die Legis verdammt geil. Holy shit, so viele Memes, die ich gesehen habe darüber, aber es ist mir Lachs. Die Legis sind einfach verdammt schön designt. Sie passen einfach, es passt auch zur englischen Mythologie. Dort waren ebenfalls Wölfe sehr, sehr aktiv. Da war halt was mit den Sachsenleuten damals, die halt rübergereist sind da in die Region England und sonst was. Da gibt es super viele Sachen, von daher und halt anhand der Logos haben wir schon gesehen, dass es halt Wölfe sind. Ich finde es fantastisch schön, wie gesagt. Es ist noch nichts bekannt über die. Es gibt noch nicht die Nummer im Dex. Es gibt noch keine Typen, es gibt noch keine Fähigkeit, es gibt noch keine Angriffe. Wir haben halt nur im Trailer gesehen, dass sie halt ihre spezielle Sache, das heißt Schild und Schwert, bestimmt als Special Attack einsetzen können. Kennen wir aber halt von zahlreichen Legis, die irgendwelche Signature Moves haben. Finde ich wunderschön. Weiß noch nicht. Also, kann so weitergehen. Und einige Sachen, die wir gesehen haben, sind Sachen, die ich nicht ganz so geil fand. Und zwar haben wir von Hoplo und Chimpep ein paar Screenshots gesehen. Und es gibt da so ein paar Sachen, die mich ein bisschen getriggert haben. Hoplo, der gute Feuerstarter, ne? Der war Level 15 in der Arena. Und da gibt es ein Bild. Und Hoplo hat auf Level 15 einen Angriff namens Doppelkick. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber meine Pulsschlagader hier, ne? Die ist ein bisschen wild gegangen, sag ich mal. Ich hoffe, dass das nur ein Move ist. Und jetzt keine Andeutung darauf, okay, du bekommst einen Kampfmove, du wirst ein Kampfmon. Ähnlich wie bei Junglut zu Logok, der halt ebenfalls, oder beziehungsweise Junglut lernt halt ebenfalls Doppelkick, bevor es sich entwickelt. Haha, beziehungsweise Flamly zu Junglut oder Junglut, ihr wisst, was ich meine halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das Ding hat einen Kampfmove, vielleicht wird es ein Kampfmon. Und noch ein Feuerkampf-Pokémon, das brauche ich nicht. Ich brauche es wirklich nicht. Aber wie gesagt, kann auch alles so sein, dass es was anderes ist. Wir haben zwar auf Chimpack zum Beispiel Taunt gesehen. Ist ein Unlicht-Move. Ob es jetzt ein Unlicht-Pokémon wird, weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber sonst gibt es da keine Informationen zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Pokémon, die wir gesehen haben, die Legis, würde ich von 5 oder von 1 bis 5 bewerten mit 5. Finde ich mega geil, das Design. Bei Zamshian ist das Name, ich weiß es nicht. Bei dem Schwert-Legi sage ich jetzt einfach, bevor ich mich komplett blamiere, finde ich die Farben sehr, sehr, ja, ähnlich, sage ich mal. Oder sehr, sehr inspirieren lassen haben die sich bei Keldeo. Keldeo hat ähnliche Farben wie dieses Pokémon. Und beim Schild-Pokémon muss man sagen, ey yo, sieht verdammt geil aus. Die Kontraste zu den Farben, die passen einfach. Mir gefällt das Design des Schildes, mir gefallen die Farben. Absolut 10 von 10. Also wenn ich ein Favorite habe, muss ich jetzt schon mal sagen, dass mir das Schild besser gefällt. Könnt ihr gerne mal abstimmen, welches Pokémon fandet ihr am besten und warum? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und über was soll ich morgen reden? Wollt ihr morgen meine ehrliche Meinung zu der tollen Neuerung Z-Move 2.0 hören oder wollt ihr morgen meine Meinung zu den Charakteren und zu der Welt hören und halt auch zu dem Rotom
Phone, was angekündigt wurde, was viele nicht mitbekommen haben, denn das wurde halt nur auf der speziellen Seite angekündigt. Ich bin raus, Leute. Verabschiede mich. Euch noch einen traumhaften Tag. Viel Spaß. Guckt euch die Direct an. Oder meine Reaction. Sollte irgendwo verlinkt sein. Genauso wie ein wunderbares Video. Und falls ihr mehr Pokémon Schwert und Schild Content sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich bin raus. Verabschiede mich. Euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut und puh, ist verdammt heiß hier.